zur Pressekonferenz nach dem Spiel 0:0 gegen FC Flyer Alam Admira. Peter, ich darf dich bitten um ein Statement. Wie bewertest du das 0:0 gegen die Admira? Bitte schön. Ja, ich glaube, es waren einige wenige Torchancen auf beiden Seiten. Wir haben bei zwei Situationen Glück gehabt mit Latte. Auf der anderen Seite haben wir auch Möglichkeiten gehabt. Ich glaube, das Unentschieden, das ist, wenn man so will, gerecht. Wir waren heute nach den paar Spielen, die wir gehabt haben, mit unserer relativ kleinen Gruppe, aufgrund der ganzen Verletzungen und Krankheiten, haben wir gemerkt, dass wir nicht mehr so frisch sind. Mit Vordauer des Spiels ist es auch schwieriger geworden, das muss man auch sagen. Die Admiraner haben das sehr, sehr gut gemacht. Die haben wenig Räume hergegeben, die haben Größe und Körperlichkeit ins Spiel gebracht. Wir waren nicht so leicht und so flink auf den Beinen, dass wir das ausspielen hätten können. Und dann ist das Spiel halt auch nicht so optimal gelaufen. Das ist halt so. Deswegen, wenn du so spielst und du nutzt deine Möglichkeiten, dann musst du mit dem Punkt auch zufrieden sein. Und so ist es auch heute eigentlich. Wir sind froh, dass wir jetzt 10 Tage Pause haben, dass wir unsere Jungs, die viel gespielt haben, ein bisschen erholen lassen können, und die anderen, die Training brauchen, die werden wir jetzt mit Trainingseinheiten versorgen, und in 10 Tagen geht es dann ins Finale, und da gehe ich davon aus, mit voller Stärke werden wir wieder voll attackieren. Dankeschön, Peter. Für Fragen Handzeichen bitte. Ralf kommt. Peter, du hast nach dem letzten Spiel gesagt, es wird vor allem um Frische gehen, was in Wahrheit das Motto der zweiten Halbzeit sozusagen ist. Wenn man weiß, was passieren wird, aber eigentlich nicht darauf reagieren kann, ist eine gewisse Hilflosigkeit. Ich sage einmal, wenn andere Sachen passieren, auf die man hinweist, oder Unachtsamkeiten oder so, dann sind das irgendwelche individuellen Fehler vielleicht teilweise. Aber das ist irgendwas, ja, da kann halt dann nicht mehr schneller laufen oder irgendwas. Ja, und wir haben halt, wie gesagt, dann wir haben mit dem CK möglicherweise einen offensiven Wechsel machen können, aber wir haben dann halt schon mit Mani von hinten raus und wie immer von hinten raus schon immer wieder ein bisschen Entlastung gehabt, deswegen haben wir den Tausch nicht gemacht, und alle anderen hat man auch, glaube ich, auch beim Bichler gesehen, dass er das wahnsinnig schwer da hat, und wir haben dann in Suttner noch draußen gehabt, und Madl war sowieso bedient mit dem Knie. Der Grünwald hat auch 2 Tage im Training gehabt, noch 14 Tage, 3 Wochen. Also da wollte man dann auch nichts riskieren, weil wir gesagt haben, okay, Augen zu und durch und schauen, dass wir das vielleicht irgendwie über die Bühne kriegen, möglicherweise sogar mit einem Konter noch selbst. Also vom Spiel heraus war es nicht zu erwarten, dass wir die Dominanz mehr ausstrahlen. Und es war ganz einfach so, wir waren am letzten Zacken unterwegs, das muss man echt sagen. Und darum passt es schon. Stefan Oellerer, Önius. Ich habe eine Frage zum Wessel Demargo, der musste ja raus in der ersten Halbzeit. Ist das was Längerfristiges zu befürchten, oder weiß man noch nichts genau? Es ist wieder eine Schultergeschichte bei ihm, die andere Schulter. Ich hoffe das Beste, aber ich weiß es nicht. Ich bin nicht wahnsinnig zuversichtlich. Florian Krüger, Kronenzeitung nochmal. Peter, du hast das eh gesagt, Akku aufladen ist jetzt das Thema. Kannst du vielleicht ein bisschen die nächsten Tage skizzieren? Ist da irgendwie, weiß nicht, 1, 2, 3 Tage jetzt gar nichts, oder wäre das schon ein bisschen zu steil? Nein, wir haben getrennte Trainingsgruppen quasi. Also für die viel gespielt haben, für die ist morgen frei oder Regeneration. Für die wenig gespielt haben und Training brauchen, ist normale kleines Gruppentraining mit Paul. Dann ist Donnerstag und Freitag sowieso Training. Und übers Wochenende ist es so, dass sie unterschiedlich intensive Programme kriegen. Und dann geht es in die letzten Wochen rein. Mit Montag hoffen wir, dass wir, also die Gruppe ist sowieso größer und vom Fitnesslevel auf einem gleichwertigeren Niveau. Und dann ist es angerichtet für die letzten Wochen. Ja. Thomas Muck, Sportreport. Peter, du hast es angesprochen, der Akku war leer, das hat man den Jungs auch angemerkt, aber gleichzeitig hat man gesehen, sie haben sehr viel Herz gezeigt. Ja. Sie sind auch über diesen inneren Schweinehund, den oft zitierten, drüber hinausgegangen. Ich weiß, man redet sich's leicht, das sind Basics, die man erwartet, aber mit diesen ganzen Nebenerscheinungen und auch mit den ganzen Verletzungen und mit der kleinen Gruppe, kann man dann am Ende des Tages trotzdem sagen, man ist stolz auf den Charakter der Mannschaft, weil vor einem Jahr oder wie du gekommen bist, wäre das vielleicht anders ausgegangen, das Spiel?
Das weiß ich nicht, ob das anders ausgegangen wäre, aber ich finde schon, dass ich halt in schwierigen Phasen siehst du halt am Ende schon den Charakter einer Gruppierung, und ich glaube, und es ist ganz einfach stimmig. Also das hat sich definitiv entwickelt. Wir haben vor allem in den letzten 3 Wochen schon einige Sachen gehabt. Das heißt, die Mannschaft hat quasi erfahren, dass ich nicht weitermachen werde im Sommer. Wir haben immer noch offene Verträge zum Teil. Wir haben die Lizenz dazwischen nicht gekriegt. Und seit dieser Zeit haben wir diese 4 Spiele gemacht und haben 2-mal gewonnen und 2-mal X gespielt. Also das ist schon ein Zeichen, dass alle trotzdem so gut es geht, noch in irgendeinem Fokus drinnen sind, dass sie die Saison positiv erledigen wollen. Also das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich finde, das ist ein positives Zeichen, richtig gut. Und jetzt dann hoffen wir, dass wir uns so aufstellen können, dass wir da den 7. Platz dann auch noch holen können. Wir haben es Stand jetzt in unserer Hand, und auf das werden wir uns vorbereiten. Alles beantwortet. Thomas Schrenk von der APA. Ja, passt ja, schon. Beim Marko Djuricin war es mehr eine Vorsichts... Nein, der hat... Also, ist nicht in Schuhe reingekommen. Also, wenn man Schuhe gefunden hätte, wo er reinkommt, war er vielleicht zumindest auf der Bank gesessen. Aber es ist ein routinierter Spieler, der weiß, was zu tun ist. Da hoffen wir auch, dass der in 10 Tagen da ist. Aber der hat eine Bändergeschichte, nicht extrem. Aber es ist wirklich so aufgegangen nach dem Spiel, und es war unmöglich, dass er dabei sein kann. Es ist schon für mich gewirkt, dass er vorne als Anspielstation, dass mit ihm die letzten Spiele doch besser gegangen ist, sagen wir mal so. Er hat die technischen Fähigkeiten, Bälle zu sichern, mal abzulegen, wieder tief zu gehen, ist im Strafraum sehr intelligenter, guter Fußballspieler. Ne? Das muss man schon sagen, das hat er Gott sei Dank auch in der Zeit jetzt zeigen können. Und deswegen hoffen wir, dass er dann wieder da ist. Und dann ist es auch so, dass man mit Mondschein und dann hoffentlich auch mit Bichler, dann haben wir schon Optionen, wo ich auch sage, wir sind in der Lage, unser Spiel nochmal zu verändern, wenn was nicht optimal läuft. Das haben wir in den letzten Wochen eigentlich nicht gehabt, und das hat dafür eigentlich ganz gut funktioniert. Florian Krüger, Kronenzeitung nochmal. Peter, vielleicht ein Blick noch ein bisschen weiter voraus. Ohne Taschenrechner, aber jetzt hat Ried gewonnen. Ist das jetzt irgendwie Austria gegen Hartberg, oder ist das jetzt ein Dreikampf? Oder ist dir das eigentlich völlig wurscht? Also wir haben es in der eigenen Hand immer noch. Das ist wichtig. Der Fokus geht am 7. Platz. Also Fakt ist, dass jetzt quasi auch noch ganz unten, das hat sich erledigt. Und jetzt geht es den Blick nur mehr nach oben zu richten. Und das kann natürlich auch noch ein Dreikampf werden, klar. Aber aus dem Bauch aus würde ich sagen, es wird der Zweikampf bleiben. Ja. Gut, dann sagen wir Dankeschön, wünschen einen schönen Abend noch. Gute Heimreise. Danke.